Sonntagnachmittag, der Sportplatz an den Tannen in Künzell, Fußball, Gruppenliga, hier wird gespielt. Es gab heute einige Absagen wegen den Witterungsbedingungen an den Tannen. Da kann gespielt werden und der Tabellenvierte, der FSV Thalau, gastiert hier beim Tabellensiebten, dem TSV Künzell. Die Thalauer, die liegen seit gestern wieder 4 Punkte hinter dem Tabellenzweiten Ehrenberg. 5 weitere Zähler dahinter, voll Künzell. Beide Mannschaften wollen heute Boden auf die Mannschaften vor ihnen gut machen. Böe gewinnt trotzdem. 250 Zuschauer sind gekommen. Anstoß um 3:15. Die 15. Spielminute. Es gibt Freistoß für die Gastgeber. Fast von der Mittellinie. Dann Kopfball von Luis Winko. Und der geht knapp vorbei. Wenig Spielfluss und auch wenige Torraumszenen. Wir machen einen Sprung in die 31. Minute. Jetzt die Thalauer im Angriff. Christoph Bohl, der sieht Sebastian Kress. Der spielt weiter auf. Celan Salkovic, immer noch Salkovic, der legt zurück. Und dann kann Patrick Jacobi für den TSV Künzell klären. 4 Minuten später, es gibt Einwurf für die Thalauer. Daniel Zimmer, dann Robin Sorg, der bringt den Ball in die Mitte. Apart Palfi mit einer schönen Drehung, dem Abschluss. Aber sein Schuss ein Stückchen zu hoch angesetzt. Und so geht es torlos in die Kabinen. Jetzt die 51. Minute, der TSV Künzell über die linke Seite, Martin Raschik, David Bettendorf setzt sich durch, zieht ab, verfehlt den Kasten aber dann deutlich. 4 Minuten später, jetzt wieder die Gäste, Arpad Palfi, Sebastian Kress, wieder Palfi, wieder eine schöne Drehung, wieder der Abschluss und diesmal ist Niklas Kircher, der Künzeler-Keeper, auf dem Posten. Die Gastgeber jetzt besser im Spiel. Eine gute Stunde gespielt. Es gibt Eckball, Tim Fahnung. Alexander Scholz kommt in der Mitte völlig frei zum Kopfball. Bringt das Leder aber nicht auf den Kasten. 5 Minuten später wieder die Gastgeber, Tim Fahnung auf Luis Winko, dann wieder Fahnung, der auf David Bettendorf, der bringt den Ball in die Mitte und Luis Winko ist zur Stelle. Die 68. Spielminute, das 1:0 für den TSV Künzell. Thalau jetzt noch einmal bemüht. Wir sind in der 73. Minute. Es gibt Freistoß für die Gäste aus aussichtsreicher Position. Apart Palfi, aber wieder Niklas Kircher. Jetzt noch 5 Minuten zu spielen. Es gibt Freistoß für Künzell. Christian Isselstein steht bereit, wird den Ball weit nach vorne schlagen. Verunglückte Kopfballabwehr von Daniel Zimmer und David Heil verfehlt das Tor nur knapp. Kurz danach pfeift Schiedsrichter Lars Flauaus aus Frankfurt die Partie dann auch ab. Der TSV Künzell schlägt den FSV Thalau mit 1:0 und schiebt sich auf den 5. Platz nach vorne. Die Künzeller liegen jetzt nur noch 2 Zähler hinter Thalau. Bin heute natürlich sehr zufrieden. Also was wir investiert haben, super Mentalität gehabt, auf den Platz gelegt. 90 Minuten hat sich wirklich jeder für die Mannschaft geopfert. War sich keiner zu schade, in der Defensive mal einen Meter mehr zu laufen. Das wünscht dir als Trainer. Aber auf so Platzverhältnissen kannst du auch nur so ein Spiel für dich entscheiden. Künzell wollte mehr. Künzell hat dadurch 3 Punkte und die haben sie auch verdient bei einem für mich katastrophalen Fußballspiel. Also das muss man klar sagen, es war nichts zu erkennen, kaum Stationen oder kaum 2, 3 Stafetten oder sonstige Dinge, ganz, ganz schwach. Aber wie gesagt, Glückwunsch an Künzell, verdient gewonnen, weil sie mehr wollten und mehr investiert haben.